zweiten Teil, hat schon Teil für uns einen Bericht gemacht für die Medien und da haben wir uns näher kennengelernt. Und schon dann hat dann immer wieder auch, haben wir sie angefragt, dass sie für Medikamentiale bestimmte Berichte schreibt und auch vor Ort ist, um eben Reportagen zu schreiben. Und als wir dann die Möglichkeit bekommen haben, für einen Verlag eben eine neue Biografie über unsere Arbeit zu schreiben, da habe ich, als ich gefragt wurde, welche Wunschautorin ich denn hätte, sofort an Chantal gedacht. Und Gott sei Dank hat das dann auch geklappt. Einmal im Monat, alle 6 Wochen, so ungefähr. Und ja, wir machen so Infostände, so zum Beispiel am 8. März beim Rathaus, dann waren wir mal im BMZ, beim Tag der offenen Tür hatten wir einen Infostand. Der Chefarzt, der das Krankenhaus in der Nachkriegszeit gegründet hatte, gehört noch zu der Sorte Ärzte, die nach Feudalherren abtrainierten, erzählt Monika Hauser. In der Region ist er eine bekannte Persönlichkeit. Die Menschen begegnen ihm mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Furcht. Sie halten es für normal, dass der Halbgott in Weiß seine Ärzteschar und seine Patienten in einem Ton befehligt wie Soldaten auf dem Kasernenhof. Der sensible Umgang mit Worten ist seine Sache nicht. Niemand begehrt auf, wenn der Chef tatenlos zusieht, wie der Oberarzt seine Operationen häufig genug mit nicht unbeträchtlichem Alkoholpegel absolviert. Keine Patientin beschwert sich, wenn ein ausgemusterter Arzt im Rentenalter, der aus naheliegenden Gründen über das Assistenzarztstadium nie hinausgekommen, dafür aber mit dem Krankenhausleiter verkumpelt ist, morgens stinkend auf die Wöchnerinnenstation getorkelt kommt, um ihnen nach einem Dammschnitt blaulich die Fäden zu ziehen. Zack, zack, jetzt kommt der Mann mit der Schere. Und ich habe damals auch sofort gesagt, das darf auf gar keinen Fall ein Taschenbuch werden, sondern sie hat gesagt, das muss ein schönes, stolzes Buch werden. Und wir haben uns eine große Mühe gegeben, dass es das auch geworden ist. Ja, ich habe in einer Ihrer Broschüren gelesen, dass in Bosnien offenbar auch deutsche Soldaten Bordelle besucht haben mit Zwangsprostituierten. Jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie dazu was Genaueres sagen können. Das ist ja sehr brisant auch für unsere Gesellschaft. Und wie sah da jetzt konkret Ihr Einsatz aus? Also der erste Einsatz war, es überhaupt einmal zu thematisieren. Und ist auch in Deutschland zu thematisieren. Wir sehen das überall, wo Friedenseinsätze, Friedenssoldaten vor Ort sind, dass hochstrukturierte, sehr gut organisierte Mafiastrukturen sozusagen parallel zum Aufbau des Friedenseinsatzes den Männern auch Bordelle zur Verfügung stellen. Und das sahen wir auf dem Balkan, das sehen wir aber auch in allen afrikanischen Nachkriegsgebieten. Und gerade auf dem Balkan waren ja Länder wie Mazedonien, Kosovo, Bosnien lange Zeit sogenannte Transitländer, das heißt Zwangsprostituierte, Frauen und Mädchen aus den armen osteuropäischen Ländern wie Moldawien, Rumänien, Weißrussland sind in die Zielländer Westeuropas gebracht worden. Aber mit Ende des Krieges sind diese Länder auf dem Balkan selber Zielländer geworden. Das heißt, wir haben dann eben durch die Mafiastrukturen aufgebaut, diese Bordelle in Bosnien, in Mazedonien, in Kosovo, wo dann eben diese jungen osteuropäischen Mädchen landen. Sie kennen die Sprache nicht, es werden ihnen sofort ihre Papiere abgenommen. Sie haben eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich zu wehren und aus diesem Teufelskreis dort rauszukommen. Und am Anfang, direkt nach Kriegsende, waren natürlich in erster Linie die internationalen Soldaten und Mitarbeiter von internationalen humanitären Organisationen die Frequenteure dieser Bordelle. Und es gab vor ein paar Jahren 2, 3 Präzedenzfälle, also Prozesse, die dann in Deutschland durchgeführt wurden, wo auch junge Frauen, die dem Ganzen entkommen konnten, ausgesagt haben. Und dann haben doch tatsächlich die Richter diese deutschen Soldaten freigesprochen, weil sie haben gesagt, die Notlage dieser jungen Frauen war nicht erkennbar. Das heißt, nicht erkennbar bedeutet, die Zimmer, wo sich das Ganze abgespielt hat, musste die Tür aufgeschlossen werden und die Fenster waren nicht vergittert. Also die Notlage war nicht erkennbar.
Das haben wir gesehen, eben vor allem in den Ländern auf dem Balkan von Anfang an, als wir dort tätig waren, und haben schon früh versucht, das zu thematisieren und haben immer wieder festgestellt, dass die Medien ungern darüber berichten. Eine der wenigen war die Inge Bell, eine freie Fernsehjournalistin, die für Monitor, für Panorama damals 01 den allerersten Bericht dazu gemacht hat. Der hat auch erstmal ein paar Tage lang für Furore gesorgt, aber es ist ganz schnell abgewickelt worden und erfreulicherweise, das Verteidigungsministerium, erfreulicherweise gab es noch einen anderen Skandal, nämlich dass durch die NATO-Bombardierung eben auch Uran mit auf den Boden kam in Kosovo und man sich um die Gesundheit der deutschen Soldaten dann große Sorgen gemacht. Das heißt, dieses Thema versuche ich seit über 10 Jahren mit den deutschen, mit den jeweiligen deutschen Verteidigungsministern anzusprechen. Und ich habe immer wieder ganz interessante Ausreden bekommen. Zum Beispiel Herr Schabi hat damals gesagt, bitte Frau Hauser, treten Sie dieses Thema nicht weiter öffentlich breit, weil das verunsichert die Frauen und Freundinnen unserer hochgeschätzten Soldaten. Auch für seine Nachfolger haben wir eigentlich keine konstruktiveren Antworten bekommen. Und interessant ist, dass ich nun immer wieder in Berlin bin, mit Politikern und Politikerinnen zu tun habe, auch meine Kolleginnen da durchaus immer wieder Gespräche führen. Und da gibt es immer wieder Leute, wie kürzlich auch eine sehr prominente CDU-Politikerin, die meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Jung mit Ihnen nicht darüber sprechen will. Ich besorge Ihnen mal einen Gesprächstermin. Und so nach 3-4 Monaten kam dann mal eine 2-zeilige E-Mail. Also ist schon sehr schwierig, da mit dem Thema vorwärts zu kommen. Ich versuche mal dran zu bleiben. Also das war so über die Jahre hinweg immer wieder die Erfahrung. Und natürlich habe ich dann auch von diesen Unterstützerinnen oder Unterstützern nichts mehr gehört. Also das ist bei Bundeswehr, Verteidigungsministerium ein sehr großes Thema. Und was einfach unerträglich ist, ist nicht nur, dass das Thema komplett ausgesessen wird, sondern dass da einfach überhaupt nicht die Verantwortung für die Präventivsorge wahrgenommen wird. Unsere Forderungen sind nicht nur, dass die Männer, die in solche Bordelle gehen, natürlich sofort bestraft werden müssen, sondern natürlich auch, dass es sensibilisierende Schulungen vor den Einsätzen geben muss. Das wäre ja eine relativ einfache Maßnahme, die zum Beispiel in skandinavischen Ländern oder in Kanada selbstverständlich mit den Männern gemacht wird, bevor sie in den Einsatz gehen. Das heißt, es werden die Maßnahmen, die wir einklagen, und nicht seit 1-2 Jahren, sondern seit über 10 Jahren, werden einfach ignoriert und es wird, ich sage nochmal das Wort, einfach ausgesessen. Und immer wenn es wieder einen Medienskandal gibt, aber eben leider berichten auch nicht allzu viele Journalisten darüber, aber wenn es wieder einen Medienskandal gibt, dann kriegen wir wieder mal einen Brief, dass man sich bemüht und, aber im Prinzip